Ich habe angedeutet oder die Erwartung in meinem Buch geschildert, dass dieser Trend der Globalisierer, wenn man jetzt zurückgreift auf das Jahr 2000, sagen wir mal, wo die Hintergrundkräfte, die für die Globalisierung eingetreten sind und heute noch eintreten, das kommt ja alles aus der Ostküste USA, der militärisch-industrielle Komplex, das Weiße Haus, das Pentagon, natürlich die Wall Street, und die alle wollen ja eine Einheitswelt, die große One World, ohne Grenzen, weil Grenzen eben ganz schlecht sind für die Politik und für das Geschäft. Ohne Grenzen, da kann man diese Welt erbauen. Und wer damals auf den Globus schaute von diesen Globalisierern, der sah ja die Kontinente wie folgt bereits verteilt. Also der ganze amerikanische Kontinent, Nord und Süd, war schon globalisiert. Unterstand Washington, die ganze EU, wie ein Mann. Dann natürlich einige wenige afrikanische Staaten, Japan auf jeden Fall, Australien, Neuseeland, also die europäischen Staaten, die weißen Staaten auf jeden Fall. Und es blieben nur wenige Blöcke übrig, die noch nicht globalisiert waren. Und jetzt konnten sie, diese Einweltler, zum großen Sturm auf die letzten Bastionen blasen. Die Gegner waren damals also noch nicht Russland, weil Russland unterstand ja dem Jelzin, der voll unter den Oligarchen gearbeitet hat. Und heute, wenn man heute so auf den Globus blickt, dann hat sich dieser Krieg der Globalisierer, der geheime Krieg, der mit unglaublichem Einsatz von Geld und von Medien und von Spionageorganisationen, die getarnt sind, als Stiftungen, auch deutsche Stiftungen, weltweit am Wirken sind. Heute, und das hatte ich vorausgesagt, sie werden den Endsieg nicht erreichen. Denn heute, wenn man sieht, den amerikanischen Kontinent, in Lateinamerika haben die Amerikaner fast nichts mehr zu sagen. Es gibt ganz wenige Staaten, die noch rein pro-amerikanisch sind. Also Mexiko gehört noch dazu, vielleicht Chile. Und das kann sich aber demnächst ändern. Abgefallen sind sämtliche Staaten, die nach dem Beispiel von Hugo Chavez und Evo Morales, also Bolivien, Venezuela und so weiter, abgesprungen sind von der Globalisierung. Dann haben sie alles am Schurkenstaaten natürlich. Dann haben sie jetzt ein Russland, ein starkes, sich erneuerndes Russland unter Putin, auch ein Schurkenstaat. Die Chinesen sind ein Schurkenstaat. Iran, ein ganz großes Pfui, einige und die ganze arabische Welt. Die ganze arabische Welt ist Pfui, weil die Muslime aufgrund ihres Korans, der Koran gebietet ja, man kann ja nicht aufgrund irgendeiner eines Marktes, eines allgemeinen Marktes oder einer vorgegebenen Weltwährung irgendwie dadurch die Gebote Gottes außer Kraft stellen. Also ist der Kampf um die Globalisierung jetzt rückläufig. Wir sind, was heißt wir, die Antiglobalisierer sind im Vormarsch. Und man sieht das immer stärker, auch die sogenannten BRIC-Staaten, also Indien, Brasilien und Indien, Russland hatte ich ja schon erwähnt, die sind jetzt auch zumindest neutral. Und die meisten dieser Anti-Globalisierer gehören dieser SCO an, dieser Shanghai Cooperation Organization, oder sind assoziierte Staaten, und die gehen so weit, dass sie sagen, wenn jetzt Amerika oder Israel oder eins dieser Globalisiererstaaten, die also die Welt erobern wollen, wenn die jetzt, sagen wir, Iran angreifen, dann stehen sie auch militärisch an der Seite, das haben sie ganz offiziell gesagt, also zumindest Russland und China haben sich da verpflichtet, sie stehen hinter Syrien, und das ist eine ganz neue Lage für die Amerikaner, für die Globalisierer. Und im Wahlkampf jetzt spürt man das ja direkt, dass wieder dieses alte amerikanische, diese Überzeugung aus ihrer Geschichte heraus, dass die Amerikaner sagen, bisher immer, wenn es uns wirtschaftlich ganz schlecht ging oder Probleme gab, haben wir eine nice little war erklärt, haben Kriege geführt und das war immer zu unserem Vorteil. Siehe Erster Weltkrieg, da haben sie abgeräumt, was nur ging. Im Zweiten Weltkrieg haben sie auch die ehemaligen europäischen Kolonialweltreiche beerbt, haben alles übernommen,
Nur jetzt pfeifen sie aus dem letzten Loch, eigentlich aus dem Grund, dass sie, obwohl sie über die mehrfache Overkill-Kapazität haben, atomar und auch mit chemischen Waffen und mit anderen Waffen, dass sie die ganze Welt mehrmals, also 60-fach vernichten könnten. Und sie haben die entsprechende Air Force dafür, sie haben 6 Flotten auf 7 Weltmeeren, auf allen Kontinenten, da halten sie 800 Stützpunkte in 130, 140 Ländern, das haben sie alles. Aber sie haben keine Infanterie mehr. Man sieht das überall, wo sie militärisch eingegriffen haben, sie haben seit dem Koreakrieg keinen Krieg mehr gewonnen. Sie sind an sich am Ende als Weltreich. Ihre Armee, die sie einsetzen, die Fußtruppen, ob im Irak oder in Afghanistan, die können sich nur behelfen mit unglaublichen Massakern aus der Luft, weil die einfach Zivilisten werden mit, also diese begleitenden, wie man sie nennt, begleitende Umstände, die zum Tod von Zivilisten führen, das nehmen sie alles in Kauf. Sie müssen jeden dahergelaufenen Kriminellen, der sich freiwillig meldet zur Armee, der kriegt mindestens 4.000 bis 10.000 Dollar auf die Hand, Handgeld. Ich rede nicht von den Söldnern da, von gewissen Organisationen wie Blackwatch, sondern die reine US Army. Oder sie nehmen auf Lateinamerikaner, Schwarzamerikaner und müssen ihnen versprechen, dass sie nach 2 oder 3 Jahren Militärdienst, dann bekommen sie die amerikanische Staatsbürgerschaft. Dann dürfen sie ins Land offiziell. Und das führt jetzt zu einer demografischen Katastrophe in den USA. Sofern man nicht grün ist oder superliberal, also wenn man national denkt, und dann sieht, was sich in Amerika abspielt, in den USA, dass jetzt von diesen 50 Bundesstaaten bereits 6 oder 7 oder 8, und das geht sehr schnell in der Demografie, weil die Demografie entwickelt sich ja exponentiell schnell, nicht linear. Und jetzt sind schon etwa 8 Bundesländer ethnisch gekippt. Das heißt, dass dort die weißen Amerikaner bereits eine von 3 Minderheiten sind. Und das geht immer schneller. Und das wird auch durch diese Demografie, wird auch die demokratische Entwicklung sich ändern, weil es ja klar in einem Landesparlament, sagen wir vom Staat New York oder Kalifornien, wenn dann die Abgeordneten keine Weißen mehr sind, sondern Schwarze oder Latinos, dann wählen sie nicht ein Budget, das vielleicht diese Armee zugute kommt, wo die Globalisierer dahinter stecken, die die Welt erobern wollen, dann sagen diese Latinos und an diesem Moment, ohne uns, das ist nicht unser Interesse. Oder die Förderung, diese alljährliche Überweisung, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Dollar an Israel, das wird sich auch aufhören, weil diese New Americans sind also bestenfalls nicht unbedingt prosemitisch, nicht? Also pro-Israeli, und das spürt man auch dort. Und vor allem dann das Nächste, was jetzt sich entwickelt aufgrund der arabischen Revolution oder arabischen Aufbruch in eine neue, wie soll ich sagen, neue Entwicklung, das ist, dass der Vormarsch des radikalen Islam nicht aufzuhalten ist. Der wird sich überall durchsetzen, mal schneller, mal langsamer. Und das wird entweder führen müssen zu einem dritten Weltkrieg, aber den man eben nicht, so einen Krieg gegen Religion, den kann man nicht gewinnen mit Atombomben. Das beweist die Weltgeschichte, daher der Rückzug ist vorgeplant und jetzt wäre es an der Zeit, dass sich unsere europäischen Staatsmänner, wir haben ja keine, wir haben keine europäischen Staatsmänner, die nämlich für Europa arbeiten, also schon für ein gemeinsames Europa, auf Kommando von der Wall Street, aber nicht für die eigenen Völker. Nicht? Die sind für die Zuwanderung, die sind für die absolute Unterordnung unter die amerikanischen Notwendigkeiten, wirtschaftlich und politisch. Nicht? Wir kämpfen am Hindukusch für die Freiheit Deutschlands, so ungefähr. Das machen wir. Nicht nur die Deutschen, aber die Deutschen sind besonders unterwürfig. Und solange das geht, sehe ich kein,
kein Licht am Horizont, kein Licht am Ende des Tunnels. Es könnte sich ändern, gerade jetzt aufgrund der Euro-Krise. Die Griechen, man sieht ja, die sagen, ja, sogar die Politiker, die für die EU gestimmt haben, die sagen, ja, wir können unser eigenes Volk nicht verraten jetzt, indem wir diese Budgets, die vorgegeben sind von den Globalisierern, weil diese Milliarden kommen ja nicht dem griechischen Volk zugute, sondern das geht über Athen sofort weiter an irgendwelche Banken, deutsche Banken, amerikanische Banken. Also so kann es ja auch nicht gehen. Und irgendwie hoffentlich wird es auch demnächst in Deutschland, es fängt ja auch in Deutschland schon an, England, Italien, Spanien, das ist diese, so ähnlich wie Occupy Wall Street, gibt es ja auch jetzt Occupy Frankfurt und andere. Und das muss nur, das wird sich vom Volk aus, so wie in Stuttgart, diese Aufmärsche wegen Bäumen, ist das nicht wunderbar deutsch? Nicht? Da geht der Deutsche auf die Straße. Das ist also meine Sicht aus jetziger Zeit, dass ich sage, ich werde es nicht mehr erleben, aber ich glaube, die Umkehr ist da. Und das sollten wir Nationaldenker, Nationalbegeisterten, die sich einsetzen, dass wir wieder zurückkehren zu dem, was die ganze Welt über uns Deutsche denkt, was unsere Vorteile waren, unsere großartigen Eigenschaften, Talente in der ganzen Welt sind heute hier hoch angesehen, nur dass man medial, weil wir eben den Krieg verloren haben, heute noch als Deutsche dargestellt werden, als das Volk der Gaskammer. Und wir akzeptieren das, anstatt dass wir sagen, Moment, das mag alles stimmen, aber man kann doch nicht 2, 3, 4 Generationen nach diesen schrecklichen Geschehnissen, die unsere heutige Jugend noch dafür mitverantwortlich machen und weiterhin zwingen, durch ihr Bekenntnis zu dieser Schuld der Groß-Groß-Groß-Urgroßeltern nach wie vor eine Politik zu verfolgen, die entgegen ihren eigenen Interessen ist, nämlich eine Politik gegen die Zukunft Deutschlands, also unserer Jugend. Da müsste unsere Jugend mal sagen, bis hierher und Schluss. Es gibt kein Volk auf der Welt, glaube ich, das akzeptieren würde oder akzeptiert hat, dass sie aufgrund irgendeines schrecklichen Geschehnisses, nehmen Sie die Mongolen her, hält man sie noch, oder die Türken einfach, die kamen bis Wien. Die Mongolen sind gekommen, die Madjaren, alle, die riesige Massaker begangen haben, dass man heute noch sagen will, dass die Mongolen müssen noch zahlen. Nicht? Das wäre also undenkbar. Und dann muss man sagen, jetzt ist mal Schluss. Die Rechnung ist beglichen. Man kann gedenken und feiern und sagen, das war alles ganz schlimm. Aber jetzt, glaube ich, ist mal Schluss. Das ist meine Überzeugung. Das ist dieses Thema. Und dasselbe, dass wir jetzt noch auch von den sogenannten Siegermächten gezwungen werden, so wir Deutsche, Österreicher eigentlich auch, wir haben ja dasselbe Schicksal erlebt, obwohl offiziell heißt es, wir waren ja als Österreicher das allererste Opfer Hitlers. Das ist ein absoluter Quatsch ist, denn damals ging es ja nicht um den zukünftigen Weltkrieg, sondern es war von diesen 99% Österreichern, die damals abgestimmt haben für den Anschluss, 99% der Österreicher, da waren ja, ich weiß nicht, vielleicht die Hälfte oder mehr als die Hälfte nicht für Hitler, aber sie waren für den Anschluss an das deutsche Brudervolk. Da haben sie abgestimmt, dass dann 39 dann schon es kriegerisch aussah. Wir haben vielleicht viele Österreicher dann gedacht, aber auch viele Deutsche, die vorher den Hitler gewählt haben, dass sie gesagt haben, ja, hätten wir das gewusst, dass der Krieg kommt. Aber man hat dann seine Pflicht erfüllt, wie in jedem Land. Was lernen wir daraus? Es darf es vom deutschen Boden aus nie mehr ein verlorener Krieg ausgehen. Sagen wir mal, also am besten ist überhaupt kein Krieg, aber wir werden in Kriege hereingezogen, die uns nichts angehen, wie der Rolle. Afghanistan, diese Secret Services da von Deutschland, Geheimdienste im Irak und auf der ganzen Welt bereits schon
untergeordnet sind der NATO. Die NATO, die längst keine, so wie sie früher mal war, so gegen die Gefahr des Kommunismus, nur kämpfen durfte, also nicht out of area. Und heute ist die NATO die Eingreifstruppe der Globalisierer unter dem Kommando, eindeutigen einzigen Kommando der USA. Man sieht das ja in Libyen, was die für Kriegsverbrechen begangen haben. Ich war vor wenigen Wochen in Syrien, ich habe dort mit alten Freunden und Bekannten gesprochen und könnte Ihnen lange erzählen über das, was gelogen wird, über einen Sender Al Jazeera, der früher mal absolut neutral war und seit etwa anderthalb Jahren jetzt völlig umgedreht worden ist, von einem Scheich von Katar, zu dem ja dieser Sender gehört, zu Katar, das ist ja ein Sender im Besitz von einem Emir dort. Und der ist jetzt der Überzeugung, aufgrund der arabischen Revolution, dass es für die dort herrschenden, ich nenne sie Drohnen, Dornenstaaten, warum? Das sind diese Ölemirate, die derart reich sind, unermesslich reich und sehr wenig bevölkert sind, weil der Boden nichts hergibt, die Wüste dort, die Saudi-Arabien, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, dass sie Millionen von Gastarbeitern, Fremdarbeitern hereinbringen, also meistens muslimische, aber nicht nur, die dort völlig rechtlos als praktisch Zwangsarbeiter arbeiten müssen für gewisse Baustellen, Bauaufträge, und die sind so lange im Land nur, die dürfen nie länger bleiben, als bis der eine Bauabschnitt fertig ist, dann kommen andere. Sie haben überhaupt keine Rechte, leben in einfachsten Baracken. Und die inländische Bevölkerung macht aus in Katar vielleicht nur 8-9%, in Saudi-Arabien vielleicht 40%, die Inländer, in Kuwait 60%, weniger als 40%, in Bahrain sind die Schiiten in der Mehrheit, aber eben diese sunnitischen Minderheiten in den reichen Ölkönigsreichen und Emiraten haben wahnsinnig Angst davor, dass diese unruhige Masse an Millionen Gastarbeitern, die kommen von Ägypten, Pakistan, Philippinen, Sudan, Nordafrika, Palästinenser sind dabei und was weiß ich was, und die, da gärt es, weil die durch die arabische Revolution jetzt den Mut haben, zu sagen, hallo, wir gehen jetzt auf die Straße. Und wenn, sagen wir, in Kuwait hunderttausende Gastarbeiter auf die Straße gehen, da kann die Polizei von Kuwait, die also den Emir beschützt, und diese Drohnen, die ja nicht arbeiten, die Inländer arbeiten nicht. Es gibt Statistiken, Kuwait oder Katar, da ist also festgelegt in den Statistiken, dass etwa von den inländischen Männern, die Frauen dürfen sowieso auch nicht arbeiten, dass viele sind, die haben Privatgeschäfte, sie sind Beamte, Staatsbeamte, sie sind Lehrer, sie sind was auch immer. Und unter der Rubrik Arbeiterschaft steht Null. Also nicht 0,1, aber Null. Die arbeiten nicht. Die gehen nicht auf die Baustelle, die tun nicht asphaltieren, nichts. Sie lassen eben die Einwanderer alle. Und wenn die auf die Straße gehen, und die Gefahr ist gegeben, weil in diesen Ländern wie Ägypten, die noch nicht so radikal islamisch sind, die haben ja eine Tradition von Gamal Abdel Nasser, das war eine Art arabischer Sozialismus. Gut, jetzt sind die Muslime, Muslimbruderschaft ist im Vormarsch. Auch in Syrien gibt es eine Tradition der Baas-Partei, so wie im Irak. Das sind Revolutionäre, Nationalrevolutionäre. Wenn die weiter am Ruder bleiben, so wie in Syrien, dann werden sie sicherlich unterstützen, vielleicht eine Revolution in Saudi-Arabien, Revolution der Schiiten oder Revolution der, ja, eben dieser Gastarbeiter, damit diese Drohnen, diese feisten Schrecks, die nur davon leben, dass sie irgendwann vor 80, 90, 100 Jahren, dass sie den einzigen Bodenschatz, also ihres Landes, nämlich das Erdöl oder Erdgas, praktisch geschenkt haben. Früher den Briten, dann den Amerikanern. Und ihr Volk eigentlich verraten haben. Weil sie bekommen
das dickste Geld, diese regierenden Prinzen und Scheichs und selbstverständlich auch ihre unmittelbare, ihre Landsleute, die Oberschicht bekommt, die wird eingekauft. Jeder Kuwaiter oder Saudi, der hat sein Leben lang gratis Schulunterricht bis zum Studium, auch im Ausland. Er kriegt sofort, wenn er heiratet, bekommt er ein Haus geschenkt oder eine bessere Wohnung. Er zahlt nie Arztkosten sein Leben lang, und wenn eine Behandlung nur im Ausland möglich ist, dann wird er auch dorthin geschickt, teuersten Operationen. Wenn seine Frau ist, dann muss sie begleitet werden von einem Verwandten, das wird alles bezahlt. Das heißt, die leben und sie zahlen nie Steuern. Kuwait ist Leute von Abu Dhabi und so, zahlen keine Steuern, so einfach ist das. Ich habe dort gelebt, jahrzehntelang in diesen Ländern, und weil ich eine Arbeitsgenehmigung hatte, habe ich nie Steuern bezahlt. Ich war einfach akzeptiert. Das gibt es. So ein Paradies gibt es. Und die leisten sich dann Millionen Gastarbeitern, die gehalten werden, wie früher. Also ich will nichts gar sagen, die Sklaven. Die werden selbstverständlich auch gut behandelt, sagen wir. Die bekommen zum Essen, die werden gepflegt, weil sonst arbeiten sie ja nicht. Aber es geht zu, eigentlich wie im Mittelalter. Und ihre Frauen, gut, das bestimmt der Koran, das geht uns nichts an, wenn sie eben, wenn die Frauen damit einverstanden sind. Bisher, ich habe noch nie gehört, dass die Frauen auf die Straße gegangen sind, in Saudi-Arabien. Also was geht uns das an? Das ist sehr traurig, aber auch meine Frau, die mit mir so viele Jahre dort gelebt hat, die kennt dort die Frauen. Sie hat gesagt, auch sie hat keine Frau gekannt, die da geschimpft hätte. Ich sage, ja, das ist bei uns so. Wir haben unser eigenes Leben. Wir haben unsere separaten Wohnräume in jedem Haus, Frauen, nein, nicht. Wir dürfen nicht allein auf die Straße, wir kriegen keinen Führerschein, das sagen wir immer, aber das ist so. Wir dürfen unser eigenes Konto haben. Es gibt sogar Fernsehen, jetzt die Frauen, also als in den 70er Jahren das Fernsehen kam, Kuwait oder Saudi-Arabien, und für die Männer war das eine ideale Lage. Aber da hörte das Schimpfen und Keifen der Frauen auf. Die Männer haben den Fernseher gestellt ins Frauengemach, nicht? Plötzlich war Ruhe im Haus. Mäuschenstill. Und als dann aber der männliche Ansager kam, haben die Frauen sofort den Schleier runtergelassen. Dann, wenn ein ägyptischer Film kam, ihr habt nur ägyptische Filme, dann wurde der Schleier wieder gewogen.